Also, Sie haben ihn gerade gesehen und jetzt ist er uns zugeschaltet, der Geschäftsführer des Textilunternehmens Trigema, Wolfgang Grupp, zusammen mit seiner Frau. Schönen guten Abend Ihnen beiden. Einen schönen guten Abend, Frau Ortmann. Einen schönen guten Abend, Frau Kausch. Ich bin der Herr Kausch, aber es macht nichts. Ich habe auch eine feminine Seite. Herr Grupp, gehen wir direkt in medias res. Was halten Sie von 3G am Arbeitsplatz? Gut, das ist sicher von den Experten richtig gedacht, aber es ist dann sehr schwierig natürlich durchzuführen, weil es gibt natürlich auch bei uns, obwohl wir über 80% geimpft sind in der Firma, gibt es natürlich ein paar, die sich haben nicht impfen lassen und die jetzt natürlich sozusagen streng angegangen werden und die sich gewisse Dinge gefallen lassen müssen. Und da gibt es einige Überredungskunst und das habe ich versucht und meine Frau auch. Aber die Leute sind natürlich nicht ganz einverstanden mit vielem, aber sie werden sich der Sache fügen und werden das auf sich nehmen. Herr Grupp, wie ist denn Homeoffice bei Ihnen möglich eigentlich? Eine Textilproduktion geht ja größtenteils eigentlich nicht von zu Hause, oder? Homeoffice ist bei uns nicht angesagt. Ich brauche konstant auch meine Verwaltungsmitarbeiter. Die müssen da sein, weil wir sehr schnell entscheiden müssen. Und das ist unsere Stärke, dass wir im Prinzip sehr schnell entscheiden und auch die Produktion sehr schnell den Wünschen anpassen, die auf uns zukommen. Und da ist ein Homeoffice praktisch nicht möglich. Und deshalb ist auch bei uns im Moment niemand in Homeoffice. Frau Grupp, Ihr Mann hat gerade gesagt, Ihre Mitarbeiter sind nicht gerade glücklich über diese Situation. Warum nicht? Was sind deren Vorbehalte? Was sagen Sie ihnen? Gut, es ist natürlich immer, die Leute informieren sich heute sehr stark über das Internet. Und wir haben ja heute schon begonnen mit den Testungen. Offiziell ist es ja erst ab Mittwoch. Wir haben uns gedacht, bei Firma Trigema beginnen wir schon einmal mit dem Warmlaufen. Wir mussten ja auch unsere Abteilungsleiter dann schulen, damit sie also auch die richtigen Tests durchführen. Und die Vorbehalte gegen Impfungen sind nach wie vor sehr stark. Aber wir haben es zumindest aber was sagt geschafft. Man Ihnen, Frau Grupp, Entschuldigung, ich würde gerne mal nachfragen. Was sind das für Vorbehalte? Was sagen Ihnen Ihre Mitarbeiter und wie viel Prozent sind überhaupt geimpft? Bei uns sind also knapp 80% geimpft und wir haben also eine sehr gute Impfquote. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, haben einfach Angst vor den Nebenwirkungen. Und ich glaube, das muss heute ganz stark noch einmal publiziert werden, dass die Impfung wirklich sicher ist, dass wir einfach mit der Impfung nur die, auch die ungeschützt sind, schützen können. Und das versuchen wir jetzt schon seit einigen Tagen. Wir haben jetzt allerdings schon den Erfolg, dass ich sage, durch diese Androhung von 3G, dass also die Ungeimpften auch gewusst haben, dass sie sich ab heute beziehungsweise ab Mittwoch dann verpflichtend testen lassen müssen, sind zumindest schon mal ein kleiner Erfolg. 4 Leute heute haben sich schon zu Impfungen angemeldet. Also die Leute wollen oder unsere Mitarbeiter wollen auch, sage ich, sich dem Druck, dem täglichen Druck, sich testen lassen zu müssen, nicht immer aussetzen. Wir haben da heute ja auch schon öfters mal drüber gesprochen, über die Impfpflicht, ob sie kommen soll oder nicht. Was ist denn Ihre persönliche Meinung dazu? Also gut, okay, ich bin gebürtige Österreicherin, also das liegt ja schon etwas nahe. Ich glaube, wir können den harten Kern, der jetzt sich nicht impfen lassen möchte, nur durch eine Impfpflicht dazu verpflichten, eben den Schutz der Ungeschützten zu bewerkstelligen. Also ich glaube, eine Impfpflicht ist jetzt sowieso schon durch die Hintertür und wird auch hoffentlich offiziell kommen. Wir haben ja darüber gesprochen, da sind nicht immer alle einer Meinung, selbst in den Familien nicht. Was ist Ihre Meinung, Herr Grupp? Impfpflicht, ja oder nein in Deutschland? Ja, ich bin schon lange für die Impfpflicht, weil mich fragt ja auch keiner, ob ich irgendwie eine Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten will oder nicht. Da werde ich genauso, muss ich mich anpassen im Sinne der Allgemeinheit. Und so ähnlich sehe ich das, ich sag mal, nicht nur für sich selber, sondern auch zum Schutz der anderen, die um mich herum sind. Und deshalb halte ich, wenn es nicht anders möglich ist, eine Impfpflicht für unausweichlich. Denn die Leute sind ja normal mit anderen Impfungen auch gewohnt. Und ich höre immer mehr, dass man also auch nichts dagegen hat, wenn man sich impfen lassen muss. Aber es gibt halt ein paar
die sich dagegen sträuben, aber die werden wir auch noch überzeugen. Dann noch eine letzte Frage zum Schluss mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort. Aber welche Maßnahmen würden Sie sich denn zusätzlich noch von der Politik wünschen? Sie haben ja jetzt gerade von der Impfpflicht gesprochen, aber gibt es da noch andere Dinge, die Sie fordern? Also generell bin ich der Meinung, dass wir jetzt klar Schiff machen müssen. Wir müssen sagen, wie es in der nächsten Zeit wird. Und vor allem sollten wir wissen, dass im Prinzip auch die Geschäfte offen bleiben, wenn wir uns an das halten, was die Politik vorgibt. Was schenken Sie Ihrer Frau zu Weihnachten, Herr Grob? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Was schenken Sie Ihrer Frau zu Weihnachten? Meine Frau kriegt immer alles, was sie möchte, nämlich ein großes Bussi von mir. Und wir haben uns schon immer gesagt, wir schenken uns an Weihnachten nichts, weil wir uns im Prinzip noch nie streiten im Jahr. Und das ist das größte Geschenk. Das ist allerdings ein sehr großes Geschenk. Das kriegt nicht jeder. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden.